Hallihallo, ne? Und herzlich willkommen zurück zu Wild Hearts nach sehr, sehr langer Zeit. Wie man unschwer instant erkennen kann, habe ich jetzt neue Ausrüstung. Also, ich habe ultra hart offscreen gegrindet und das ist keine Untertreibung. Also, ich zeig direkt, wovon ich hier überhaupt direkt rede. Ich muss die Maus eben kurz entfernen, sonst drückt sie hier die ganze Zeit. Und zwar habe ich hier bei dem Waffentypen, bei den Katanas, ich habe es nur bei den Katanas, sage ich direkt, mich auf maximale Stufe der Elementwaffen gesetzt. Also zum Beispiel hier Klinge des Nachtrufs, bei den Windwaffen, dann hier bei Wasser, hier die Frostgrimmwaffe, Frostklinge Schärfe des Schneesturms und so weiter halt. Und ich muss an der Stelle sagen, das war so zum Kotzen, das ganze Zeug zusammenzusammeln. Vor allem bei dem Glutlava-Rücken und beim Lava-Rücken, da wollte ich wirklich reiern. Außerdem habe ich mir die Amaterasu-Rüstung gegönnt, offscreen. Also die habe ich mir geschmiedet. Hier, die hier. Genau genommen. Den Pfad der Zivilisation. Beim Kopf sieht man es nicht, weil ich Helm aus bei mir habe. Im Übrigen, für die, die das Projekt bisher verpasst haben, das ist das einzige Projekt momentan, wo ich ohne den Avatar mache, weil das Spiel sonst nicht funktioniert, beziehungsweise der Stream sonst die ganze Zeit abkackt. Die beiden Softwares, die vertragen sich halt leider nicht. Ja, und wie man ja auch unschwer erkennen kann, ist das ein unglaublicher Rüstungsaufstieg, auch wenn gefühlt Rüstung bei diesem Spiel eigentlich überhaupt nichts aussagt. Also, das war meine vorherige Rüstung. Ihr seht die Werte. Ich bin 20 höher. Und es macht während der Jagd halt leider Gottes trotzdem nicht im geringsten irgendwie einen Unterschied. Also, gefühlt kriege ich genauso aufs Maul wie vorher. Selbst bei den Low-Rank-Viechern. Wenn ihr euch übrigens interessiert, wie lange ich dafür gebraucht habe, alle Waffen zusammenzusammeln, ne? Zusammengerechnet um die 40 Stunden. Also ja, wie gesagt, ich war sehr, sehr genervt ab irgendeinem Punkt. Ich brauche hier eine Flugleine rüber, die habe ich irgendwann aus Versehen Bau kaputt es hier hin. gemacht. Vor allem die Erze waren zu kotzen beim Sammeln. Vorwärts. Jedenfalls, wir können jetzt instant mit der Hauptstory weitermachen. Ich muss ihm nur das Material geben. Und dann passiert was. Also, ja. Ich habe auch noch ein paar Nebenquests zum Abgeben. Weil, wenn ich die Viecher alle gejagt hatte, hatte ich darauf geachtet, mich auf die Questen hier ein bisschen mehr zu setzen. Aber wie gesagt, erstmal, Jatoro, Ich nimm die Lavarückenmaterialien. Form und Größe sind perfekt. Ja, das können wir gut gebrauchen. Danke. Gut, dann lege ich mal los. Ich kann mir keine Pause erlauben. Es gibt viel zu tun. Was war das für ein seltsames Feuer? Ich hoffe, es bedeutet nicht noch mehr Ärger. Im Übrigen, bei dem Zeug, was ich gemacht habe, ihr habt wirklich überhaupt nichts verpasst. Ich kann nun einige neue Gegenstände fertigen. Ah, Boss. Wie immer beschäftigt. Wenn du etwas Zeit hast, spendiere ich dir Sake. Gerne, nehme ich. Den brauche ich. Ab irgendeinem Punkt war ich wirklich einfach nur noch genervt vor der Kamera. Sage ich nochmal, wie es ist. Ah, ich bin also nicht der Einzige, der seinen Durst stillen möchte. Am üblichen Ort? Der übliche Ort? Wo Da war das wird wohl nochmal? jemand vor mir, Senil. Na, der Wachturm, wo denn sonst? Je besser die Aussicht, desto besser der Sake. Du kennst das Nee, Sprichwort. kenne ich nicht. Also, wie geht es voran? Wie schlägt sich Minatus Meisterjäger so beim Wiederaufbau? Wenn man verschiedene Dinge ausprobiert, kann man eher seinen Weg im Leben finden. Was ist denn mit euch? Ich bin am Arsch. Oh Gefühlt. nein, ich habe meinen Teil erfüllt. Ich will nicht mehr den Anführer spielen.
Der Kampf gegen Amaterasu hat mich daran erinnert, dass mir zu viel Verantwortung nicht liegt. Ja, kann ich nachempfinden. Hier oben habe ich schon immer gern getrunken. Von hier kann man die ganze Stadt überblicken. Sie hat sich ganz schön verändert, seit du hier bist, weißt du. Und wenn du bei uns bleibst, wird sich noch einiges mehr verändern. Da bin ich mir sicher. Aber das bleibt natürlich dir überlassen. Komisch, wie sehr sich die Dinge hier unten verändern können, während dort oben alles... Hm? Warte, sieh dir den Nachthimmel an. Er sollte stockfinster sein. Das ist diesmal verantwortlich für den Mist. Brennt es dort drüben? Da bei den Hügeln scheint Rauch aufzusteigen. Lass uns lieber schnell nachsehen, was passiert ist. Zum Haragasumi-Fahrt, natürlich. Wann haben wir jemals hier Sake zusammen getrunken? Also ich werde dann offenbar wirklich senil, weil ich erinnere mich nicht daran, da mit dem was gesoffen zu haben. Ich kann hier auf jeden Fall noch eben kurz was abholen. Nein, sonst kommen wir zu spät. Die Wogen des Bandes. Vielen Dank. Ich verstehe jetzt, wie Minatos Jagdlieder vor Weisheit nur so strotzen können. Wenn die Stadt auch zerstört ist, wendet der Zusammenhalt ihrer Bewohner doch ihren Untergang ab. Ihr müsst wissen, unter dem Blauregen gibt es auch ungeduldige Blüten. Sie blühen, sie welken und entschweben sanft. Das Leben von Mensch und Kemono ist so kurz. Angesichts dieser flüchtigen Existenz, wer ist da der Jäger und wer der Gejagte? Ich bin der Gejagte. Am Ende erwartet beide Seiten gleichermaßen der Tod. Ja, jetzt offenbart sich mir der tiefere Sinn dieser Strophe. Endlich erschließen sich mir diese Lieder. Ich bitte euch, meine Wissenslücken mit weiteren Geschichten eurer heldenhaften Taten zu schließen. Danke für die Kristalle. Im Übrigen glaube ich, dass wir so langsam aber sicher auch am Ende dieses Spiels sind, ne? Weil dem Waffenbaum nehme ich da als Beispiel. Wir sind da wirklich ganz knapp am Ende von diesem Waffenbaum. Also können ja nicht mehr viele Viecher kommen. Der Song, den ich gerade gehört habe, hatte irgendwie was von Monster Hunter Rise. Das mag ich auch nicht so an dem Spiel, dass der Ladescreen so ewig lang geht. Also während ich offscreen das Spiel durchgespielt habe, ein bisschen also gegrindet habe, da ist mir einiges vor Augen gekommen, was ich einfach nur hasste. Liegt dort nicht die große Kirschblüte? Ich gehe zur Stadt und melde es. Sieh du nach, wie schlimm das Feuer ist. Nebenbei, was ich auch offscreen gemacht habe, hier viel aufgewertet. Also beispielsweise das Rad habe ich aufgewertet, die Repetierarmbrüste, halt all sowas. Das hier ist auch nochmal so eine Begründung, warum ich denke, dass wir wirklich knapp vom Ende vom Spiel sind. Weil hier auch nicht mehr wirklich viel übrig ist. Ich weiß gerade gar nicht, was ich aufwerten will. Ich heb mir mal noch auf. Eine Sache, die ich auf jeden Fall am meisten bemängeln konnte, was mich genervt hatte, dass ich hauptsächlich die Erze halt die ganze Zeit nur am Farmen war. Ich war nicht die Viecher hauptsächlich am Farmen, sondern wirklich diese Kackerze. Und es war so eine geringe Wahrscheinlichkeit, dass ich die immer bekam. Es gab keinen wirklichen Spot, wo man die sammeln konnte. Das war einfach nur nervig, sonst was. Ein neuer Vogel. Aufgeblasener V. Boah, das sieht cool aus, das Vieh.
glaube, damit wissen wir, wer für den Brand verantwortlich ist. Kämpfen schon wieder zwei Kemono. Ein Vogel des Feuers und ein Tiger des Windes. Das ist also die Ursache für dieses gewaltige Feuer. Nach Amaterasu und dem Riesenbären sollten wir wohl nicht mehr überrascht sein. Oh, das erklärt also den goldenen Sand und die Flammen, die Tamakasura und die anderen erwähnt haben. Ich habe mir schon gedacht, dass es sich dabei um den unerwünschten Einfluss eines Kemono handelt. Da ich keine Aufzeichnungen darüber finden konnte, waren der Vogel und der Tiger wohl noch nie in dieser Gegend und stammen aus anderen Regionen. Jeder weiß, dass Hinomoto vom Krieg gezeichnet ist. Diese Kemono wurden wahrscheinlich aus ihrer Heimat vertrieben und es hat sie zufälligerweise in unsere Region verschlagen. Der Krieg ist also die Ursache für all das. Diese Samurai machen uns wirklich eine Menge Ärger. Nicht, dass ich ganz unschuldig wäre. Diese Kemono versuchen offenbar, ein neues Territorium in unserem Land zu etablieren. Sie kämpfen um die Vorherrschaft. Leider sieht es so aus, als müssten wir sie beide beseitigen. Sonst breiten sich die Flammen entlang des Harugasumi-Pfads noch weiter aus. Und wenn die Flammen Minato erreichen... wird nur ein großer Haufen Asche übrig bleiben. So ein Mist! Wir haben doch gerade erst mit dem Wiederaufbau begonnen. Es tut mir leid, aber ihr seid der Einzige, auf den wir uns verlassen können. Würdet ihr diese Kemono für uns jagen? Das ist die Pflicht eines Jägers. Haben sich die Wege der beiden nach ihrem Kampf getrennt? Oder befinden sich beide noch immer auf dem blütengesäumten Weg? Ich nehme an, dass sich die beiden bis auf Weiteres in ihre etablierten Territorien zurückgezogen haben. Und zwar auf die Seeleninsel und in die Akikore-Schlucht. Das lassen jedenfalls die Brände und der goldene Sand vermuten, die dort gesichtet wurden. Diese Kemono sind hier fremd, Boss. Ich möchte dich nicht belehren, aber du solltest dich gut vorbereiten. Tut mir leid, dass Vorbereitung. Du dort auf dich gestellt bist. Das klingt nach einer unbekannten Art. Sieh dich vor. Blutfeder und Goldsturm. Ah, das ist sogar ein stinknormal hinreißen. Okay. Ich wollte hier gucken, ob ich mich eingrenzen muss, was die Karakui-Dinger angeht. Box und Himmelsanker. Feuer und das andere Ding. Der Propeller. Feuer und Himmelsanker. Feuer und Himmelsanker. Okay, ich beschränke mich auf Feuer, den Kreisel, den Anker und die Box. Damit ich bloß nichts Falsches habe. Wir wollen ja die Einfälle haben und beide werden definitiv einen Einfall für mich haben. Ich muss den Flock dafür austauschen. Das heißt, ich habe diesmal die Repetierarmbrüste nicht dabei. Das stört mich schon massiv. Und das Teil habe ich auch nicht dabei.
Das Feuer, was ich da benutzen kann, hält sich in Grenzen damit. Ich würde sagen, zuerst die Glutfeder, weil da gehe ich safe davon aus, dass ich da die Wasserwaffe nutzen will. Ihr könnt übrigens sehen, dass ich die sehr gut aufgewertet habe. Also hier auch mal, damit ihr seht, was ich da drauf habe. Ich hole mir noch ein paar gute Lebensmittel mit. Eventuell habe ich ja irgendwas gegen Feuer in meine Kiste stecken. Ich habe hier mittlerweile auch eine dritte. Will ich noch irgendwas aufbessern? Ich habe halt 11.000 Kugeln. Ich mache die Himmelsanker mal besser. Das mache ich besser. Den Rest spare ich mir mal auf. Wo ist das Vieh denn? Ach so, in der Mitte. Das Hilfe anfordern, das habe ich offscreen auch sehr stark genutzt. Weil ich ab irgendeinem Punkt keinen Bock mehr auf die Viecher hatte. Also wenn Wasser bei dir nicht die beste Methode ist, dann weiß ich auch nicht. Jetzt wieder ein neues Monster, das ich kennenlernen darf, das mich erstmal 10-mal verprügeln wird. Vielleicht sagt mir das Teil ja jetzt schon hier was zum Einfall. Nee. 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 Ich habe halt vom Prinzip her kaum was dabei. Ich werde, glaube ich, einfach instant die Laterne setzen. Okay, ich kann den Schweif anvisieren, das war klar. Es kann losgehen. Diese explosiven Wolken mag ich nicht. Ja, konzentriere dich auf den Kemono. Hauptsache, du greifst mich nicht an. Eher auf den Tsukumo. Aua. Aua, das hat gut Schaden gemacht bei mir. Okay, die Wand hat dagegen gerade einen Scheiß gebracht. Brennen und verwirrt sein. Richtig geil. Ich krieg mal wieder nur aufs Maul. Deswegen mag ich das Spiel teilweise mittlerweile gar nicht mehr. Man ist halt wirklich durchgehend nur am, dabei, einen aufs Maul zu bekommen. Egal, was man macht. Man kriegt durchgehend einen aufs Maul. Ey, wenn du schon so eine Attacke machst, die mir ultra viel Schaden sammelt,
dann knockt mich dabei wenigstens down, dass ich teilweise keinen kriege. Gib das her. Fertig. Es kann losgehen. Bereit. Das wird dir nicht gefallen. Zumindest das Feuerwerk bringt mir ein bisschen was. Aua. Ich habe gleich schon kein Heilwasser mehr. Es rastet aus. Und ich muss das Ding noch ausnutzen. Warte mal, vielleicht habe ich ja jetzt mittlerweile hier eine Info. Nein. Nein. Hier. Die Box und den Anker. Das heißt, ich kann das Feuer wegtun. Das wird dir nicht gefallen. Ah, so wunderschön. Und tot. Ich liebe es, wenn wir die Repetierarmbrüste die Inseln runterschießen. Ich wurde aber auch Inseln runtergeballert. Der hat mein Leben so schnell auseinander genommen. Nach dem Kampf hat der Himmelsanker aber wenigstens mal endlich eine Bedeutung. Für den hatte ich halt momentan noch gar nichts. Deswegen habe ich den auch nie mitgenommen. Fertig. Nimm das. Feuer frei. Und was habe ich da gebastelt? Nicht nachlassen. Himmlischer Schild. War das einfach nur ein Schild? Und ja, ich habe da schon so eine Barriere. Die können ein Kimono-Angriff abfangen. Ja, das liebe ich, wenn der die Teile nicht richtig baut. Oder sich nicht festhält. Obwohl man die Taste fast schon spammt. Kettenfalle bekäme ich hier gar nichts geschissen. Bereit. Nimm das. Ich glaube, der hat übrigens gerade Schaden gefressen. Er haut zumindest ab. Perfekt. Er ist jetzt schon am Rumpeln. Halt dich fest, du Penner.
Nimm das. Bereit. Es kann losgehen. Das wird dir nicht gefallen. Fertig. Bereit. Das Ding fängt einen Angriff ab. Nicht nachlassen. Ach, das gewährt mir generell einen Schild. Frage ist, wie lange gilt der? Boah, wechsel doch nicht, während ich da gerade was am Bauen bin. Ich hab das Kopfding irgendwie abgesimmelt. Okay, das Ding bleibt auch nicht lange. Fertig. Nicht nachlassen. Aua. Nein, schmeiß mich nicht hier runter. Bitte nicht abschieben, danke. Danke. Wenn ich was Neues bekomme, will ich es natürlich auch ein bisschen nutzen. Ja, instant kaputt. Dieser himmlische Schild, der bringt es echt überhaupt nicht. Ich mag dich nicht. Ja, danke, den brauche ich gerade. Was du jetzt von mir kriegst, sobald ich es mal irgendwann geschafft bekomme, an dich dran zu hüpfen. Ja. Danke fürs Wegschieben. Das hasse ich auch. Man bewegt sich gar nicht und wird trotzdem irgendwo hingeweht, obwohl das Vieh sich nicht bewegt. Könnte das Ding eigentlich auch mal von der Wand verschwinden? Ich find's echt assig, dass es da hinten gammelt. Es kann losgehen. Komm mal hier rüber! Diese Flügel kann man offenbar treten. Also die kann man ja offenbar richtig auseinandernehmen. Der eine ist abgetrennt. Ja, komm, latsch rein. Du sollst da reinlatschen. Komm, ein paar Schritte weiter vorwärts. Der mag meinen kleinen runden Freund nicht. Es kann losgehen. Ja komm, geh doch den einen Schritt. Ja, setz dich hin. Los. Oh, schon tot. Der war ja nicht sonderlich stark. Verzeih. Es hat sich gelohnt, die Waffen zu boosten.
Ohne das Waffenboosten wären wir hier wahrscheinlich nicht mal halb so schnell fertig geworden. Die Waffenboosten lohnt sich, Rüstung meistens nicht. Also es fühlt sich nicht wirklich wie ein Boost an, wenn man die Rüstung sich holt. Ausgezeichnet! Das sollte neue Brände verhindern. Aber solange das Windkämono noch da ist, wird das Feuer weiter angefacht. So, gucken wir uns einmal an. Ein Kemono ist also erledigt. Yataro hat deshalb ganz entzückend vor Freude gejubelt. Das stimmt gar nicht. So, ich will hier bei den Waffen gucken. Ich muss mir die Feuerwaffe, Ben, hey, angucken. Geht es euch gut? Keine Antwort. Hey! Ja, eventuell mache ich gerade was. Na, guck mal, der ist direkt zwei Stufen hier. Oh, es würde sich schon lohnen, die Waffe auf jeden Fall auch hier direkt zu machen. Dass ich den ein-, zweimal jage. Weil der Feueranstieg ist schon gewaltig. Da müsste ich aber, wenn die hier instant skippen und das hier dann direkt haben. Und irgendwie muss man ihnen die Schwanzfedern abpacken. So, hier ganz unten. Ja, Wasser war richtig. Erde hätte offenbar auch gut funktioniert. Bei dir das Zeug verändert sich nicht, wenn du wütend wirst. Ist die Rüstung von dem denn zu irgendwas zu gebrauchen? Abgesehen von diesem minimalen Rüstungsboost. Taube Ohren ist auf jeden Fall richtig gut. Abgesehen von den taube Ohren ist die Rüstung von ihm Müll. Also der lohnt sich ja außer für die Waffe überhaupt nicht. Ja, da habe ich wieder was entweder fürs Offscreen oder... Ja, der ging eigentlich nicht sonderlich lang. Wenn gleich irgendein Eisvieh kommt, dann könnte ich den auf jeden Fall nochmal jagen. Ich gucke nochmal sicherheitshalber hier eben kurz. Der ist wahrscheinlich das linke davon, der Fuchs. Wenn das hier das rechte war. Dann brauche ich auf jeden Fall die Fackel. Na gut, die Fackel hätte ich so oder so mitnehmen müssen. Ja, ich muss so oder so die Fackel mitnehmen. Kann ich ihn jetzt hier standardmäßig jagen? Ja. Ja, die Glutfeder war halt wirklich nicht sonderlich stark. Die sind halt nur in den kurzen Momenten, wo man das Vieh noch nicht kennt, die richtig stark, die Biester alle. Wenn man die ein paar Minuten bekämpft hat, sind die richtig einfach. Ja Leute, das war's mit dem heutigen Part. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim Zusehen. Wenn ja, ein Abo und ein Like da lassen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss.